Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Sky Sport News AD mit Peter und mir. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass Sie mit dabei sind und wir werden Sie einstimmen auf das große Duell morgen Deutschland gegen Brasilien. Ja, ist ja der letzte Test der Nationalmannschaft vor der vorläufigen Kaderbekanntgabe am 15. Mai. Für die Wackelkandidaten ist also ziemlich Eile geboten, ne? Das kann man so sagen. Der Test gegen Spanien, der hat ja schon erste Aufschlüsse gegeben, wen Joachim Löw mit nach Russland nehmen könnte, aber auch woran es auf dem Platz dann vielleicht doch noch hapert. Jerome Boateng sparte nach dem 1:1 gegen Spanien nicht mit Kritik. Man müsse sich in jeder Hinsicht gegen die Brasilianer steigern. Chancenverwertung, Passspiel, Umschaltspiel. Der Münchner nahm kein Blatt vor den Mund und überraschte mit den harschen, ehrlichen Worten so manchen DFB-Fan. Natürlich gibt es vielleicht auch welche, die es ein bisschen positiver gesehen haben. Aber ich finde es besser, dass man die Sachen klar anspricht, als dass, wenn man sie so verstreichen lässt und dann, wenn es drauf ankommt, wir uns alle blöd angucken. Bundestrainer Joachim Löw gefielen diese Töne. Er schlägt in dieselbe Kerbe. Ein 1:1 gegen Spanien ist eben kein 2:1. Es gibt noch einiges zu verbessern und deshalb in die Hände gespuckt. Das Spiel war ein wahnsinnig hohes Niveau, aber es gab so ein paar Details, wo ich auch gesagt habe, das und das und das müssen wir noch verändern und das müssen wir besser machen. Und da ist jetzt nicht nur das Spiel gegen den Ball gemeint, sondern auch unser Spiel nach vorne. Immer dann, wenn wir die Dinge so machen, wie wir besprochen haben, wie wir trainiert haben, immer dann, wenn wir das machen, dann haben wir wirklich auch von hinten heraus, übers Mittelfeld, in der Fortsetzung nach vorne, super gute Aktionen. Im Gegensatz zur Startelf gegen Spanien wird gegen die Seleção ordentlich durchgemischt. Bernd Leno und Kevin Trapp teilen sich die 90 Minuten Spielzeit. Marvin Plattenhardt bekommt hinten links die Chance, sich zu zeigen, genau wie Leroy Sané und Ilkay Gündoğan weiter vorne. Der Plan gegen die nach Revanche lechzenden Brasilianer ist klar, im Kollektiv zum Erfolg. Ich denke, dass natürlich am Ende eine gute Mannschaftsleistung immer vielleicht auch etwas höher anzusiedeln ist, wie einfach nur Individualität oder einzelne Klasse auf einzelnen Positionen. Wenn die Topspieler sich nicht einfügen, dann wird es für jede Nation nicht einfach, einen Titel zu gewinnen. Als Kapitän wird Jerome Boateng die Mannschaft anführen und das in seiner Heimatstadt Berlin. Für den 29-Jährigen also zusätzliche Motivation, dass unter seiner Führung ein ganz ausgeschlafener Auftritt gelingt und es nach dem Spiel gar keinen Grund mehr gibt, weiter wachzurütteln.